Die Elektrik, wer mag sie nicht? Okay, ihr könnt die Hände wieder runternehmen, denn mit diesem Film wollen wir allen denjenigen helfen, die bisher das Grauen packte, sobald sie sich ihrer Bordelektrik annehmen mussten. Ihr seid in guter Gesellschaft, denn auch der weltreisende Thomas Rahn ist einer von euch. Bin ich bescheuert oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Thomas muss nämlich die Elektrik von Paula erneuern, bevor es wieder auf die Piste geht. Bei Paula ist es so, wie, glaube ich, bei vielen selbstgebauten Reisemobilen, die Technik, die ist einfach so ein bisschen zusammengefrickelt. Auf Reisen kam immer wieder ein Teil dazu oder wurde ausgetauscht, technisch natürlich komplett unsauber gelöst. Jetzt kommt hier einmal alles raus und neu wieder rein. Während Thomas Platz für Neues schafft, reisen wir einmal von Bayern nach Norddeutschland. Moin in der diesmal sehr chaotischen Explorer-Garage. Es geht heute mal wieder um das Thema Elektrik. Und zwar habe ich hier mal einen Satz Komponenten zusammengestellt, von denen ich glaube, dass sie die Bedürfnisse der meisten Leute erfüllen werden, aber dabei super einfach zusammenzusetzen sind, dass es eben auch laientauglich ist. Das Ganze habe ich zusammengesetzt für unseren Iveco Daily, den Kastenwagen. Da passt das alles hier vorne in eine Sitzbank. Und weil ich so überzeugt bin von diesem System, wird das, was ich hier heute mit euch zusammenschraube, ein Jahr durch Afrika reisen, damit wir sehen, ob es wirklich gut funktioniert. Ich würde sagen, ich zeige jetzt einfach erstmal, welche Sachen ich mir ausgedacht habe. Und dann gehen wir mal Schritt für Schritt die Montage durch. Bei Batterien und Solarmodulen ist dieses ganze System skalierbar, deswegen hier nur als Beispiel. In diesem Fall kommt eine 150 Amperestunden starke Lithium-Eisenphosphat-Batterie zum Einsatz. Haben ein preisgünstiges Modell gewählt, aber da kann von 50 Amperestunden bis 300 Amperestunden, 400 Amperestunden alles eingebaut werden, was man sich vorstellt. Auf dieser Seite ist das also skalierbar. Auf der anderen Seite Solarmodul sieht das genauso aus. Der Laderegler, der hier verbaut ist, der kann bis zu 50 Ampere ab. Das ist also schon eine ganze Menge. In diesem Fall beim Iveco Daily sind 2x 175 Watt auf dem Dach. Und das Fahrzeug, für das wir das hier zusammenbauen, da sind 2x 190 Watt auf dem Dach. Es gilt also auch in diesem Fall, bei der Photovoltaik ist das System skalierbar, je nachdem, was ihr braucht. Das Herzstück hier, das ist dieser große blaue Kasten hier vorne. Den setze ich im Steyr 1218 erfolgreich ein. In Knut ist er auch verbaut. Das ist ein sogenannter Easy Solar von Victron. Warum finde ich den so gut zur Selbstmontage? Ganz einfach, weil hier alles schon erledigt ist, was wir als Laien eigentlich nicht machen sollten, nämlich eine 230 Volt Verteilung aufzulegen. Hier sind schon Sicherungen vorbereitet. Hier ist ein FI-Schalter drin. Aber das ist nicht alles. Hier ist auch noch ein 1,6 kW großer Inverter drin. Der ist groß genug, dass ich auch mal eine elektrische Kochplatte damit bedienen kann. Da kommen wir später noch dazu. Hier ist ein Solarladeregler drin und eben die gesamte Verteilung. Und das macht das Gerät für mich in meinen Augen so attraktiv. Ladegerät ist drin für Landstrom. Also alles Geräte, die man eigentlich braucht, nur eben schon in einem Kasten. Das Stück kostet stolze 1600 Euro, je nachdem, wo man ihn bestellt. Das ist unsere Kernkomponente. Die zweite Komponente, das ist der Laderegler, um von der Lichtmaschine Strom auf die Aufbaubatterie schalten zu können. Da habe ich hier einen Victron B2B-Lader. Da gibt es verschiedene Modelle. Ich wähle gerne Systeme aus, die zusammengehörig sind, denn haben wir mal einen Reklamationsfall, kann sich nicht ein Hersteller mit dem nächsten streiten, sondern dann ist klar, es kommt alles aus einer Hand. Das Gerät hier macht 30 Ampere, das ist also ausreichend. Auch hier kann man natürlich mehr installieren, aber aus der Erfahrung, man fährt 1 bis 2 Stunden, das heißt, da sind 30 bis 60 Amperestunden auch schon wieder in die Batterie geschaufelt, das reicht mehr als aus. Und man kann sagen, Verdoppelung der Leistung vom Ladebooster kostet auch das Doppelte. Das Gerät hier liegt, je nachdem, wo man es bekommt, zwischen 250 und 350 Euro. Dann kommen wir zu einem weiteren Bauteil. Das ist ganz neu auf dem Markt. Das haben wir jetzt im Iveco zum ersten Mal eingesetzt. Und das hier sieht so aus. Ein eher unscheinbarer Kasten. Das ist die Caravan-Kontrolleinheit von Siemarine. Da hängt
noch ein Bedienpanel dran, über das ich die Funktion schalten kann. Aber in diesem kleinen Kasten habe ich Platz für alle notwendigen Verbraucher im Bereich 12 Volt, das heißt Kühlschrank, Heizung, Beleuchtung, Steckdosen, all das kann ich hierüber bedienen, habe einen kleinen Hauptschalter integriert. Finde ich ein sehr smartes System, deswegen haben wir es dafür ausgewählt. Es kostet 600 Euro inklusive dem Batteriemonitor. Das Einzige, was ich noch dazu kaufen muss, das ist der Messschand. Der Messschand ist hier. Wofür brauche ich einen Messschand? Einen Messschand brauche ich dafür, um zu wissen, wie viel Strom habe ich überhaupt noch in der Batterie zur Verfügung. Auch da gibt es verschiedene Geräte. Den Simarin Pico Monitor haben wir jetzt auch schon in 2 Fahrzeugen im Einsatz, beim Iveco jetzt Fahrzeug Nummer 3. Auch da sehr gute Erfahrungen gemacht, sehr einfach zu installieren und zu bedienen. Also das ist schon unsere vollständige Gleichstromverteilung. Was brauche ich noch? Wir haben einen Hauptschalter an der Eingangsseite, der die Starterbatterien totschalten kann. Und wir haben einen Hauptschalter, der die Aufbaubatterie totschalten kann. Da kaufe ich vernünftige Qualität. So ein Hauptschalter hier in dem Fall von BEP Marine kostet um und bei 25 Euro. Ich kann sowas auch für 9 Euro im Internet bestellen, aber ich sollte darauf achten, dass die konstanten Lasten, die dieser Hauptschalter leistet, auch passend sind zu dem Strom, den ich maximal abrufen kann. Deshalb gebe ich hier ein bisschen mehr Geld aus. Dasselbe gilt für die Sicherungshalter. Hier kommen ANL-Sicherungen rein und auch die Stromverteilung an sich kaufe ich lieber ein robustes Gerät, denn wenn der Inverter unter Volllast läuft, dann laufen hier 150, fast 200 Ampere durch, dann müssen diese ganzen Geräte auch wirklich funktionieren und nicht einfach schmelzen. Der preisliche Überblick sieht so aus, das System liegt etwa, wenn ich Batterie und Solar dazu rechne, bei 4.500 bis 5.000 Euro, je nachdem, wie ich Batterie und Solar konfiguriere. Das ist eine Stange Geld. Aber das System ist auch schon so groß, dass ich tatsächlich auch ergänzend ein Induktionskochfeld betreiben kann mit 1500 Watt etwa. Das reicht, um bei gutem Wetter, wenn die Sonne scheint, auch mal Wasser zu kochen. Oder ich kann ihn direkt auch einen Wasserkocher anschließen. Das reicht schon für den legendären Föhn, den man auf Reisen dabei haben will. Aber es ist nicht darauf ausgelegt, die anderen fossilen Brennstoffe komplett zu ersetzen. Also mit Gas zu kochen, halte ich immer noch für den entscheidenden, richtigen Weg momentan in Fahrzeugen. Wenn ich vollständig elektrisch kochen will, dann ist das System zu klein. Zu groß ist dieses System sicherlich für alle, die keinen großen Bedarf an 230 Volt Verbrauchern haben. 1,6 kW, das ist schon ordentlich Strom. Nur wenn ich den sinnvoll nutzen kann, dann lohnt dieses System. Ansonsten kann ich für den halben Preis etwas ähnlich Hochwertiges zusammenstellen. Ja, aber genug der Worte. Jetzt würde ich sagen, wir beginnen einfach mal mit der Installation. Und damit ihr einen Überblick habt, wie lange das dauert, ich werde hier einfach mal die Stoppuhr starten, wenn ich beginne zu bauen. Und dann gucken wir am Ende mal drauf, wie viel Zeit ins Land gegangen ist. Ein entscheidender Punkt an einer einfachen Installation ist A, dass man sich einmal einen Überblick verschafft, wo man die Sachen verbauen will. Aber auch, dass man etwas mehr Geld in die Hand nimmt für passende Komponenten. Wenn ich zum Beispiel solche Verbinder nutze, die hier zu dem System dazugehören, habe ich A, sehr kurze Installationswege. Ich muss hier kein kurzes Kabel krimpen. Auch die Kabelschuhe kosten ja Geld. Und ich brauche eher mehr Platz, plant nicht zu wenig Platz ein. In diesem Fall, weil das Fahrzeug schon existiert, in das das eingebaut werden soll, haben wir nicht mehr Platz zur Verfügung. Das ist also eher eng. Plant mehr Platz ein, dann könnt ihr großzügiger verlegen. Dann noch ein kurzer Überblick, was brauchen wir an Werkzeug dafür? Ganz klar, eine Handvoll Zangen, ein Satz Schraubendreher, das ist sicherlich ganz klar. Ich habe hier noch einen Akkuschrauber dafür und ein paar Schrauben, um die ganzen Komponenten auch hier auf der Platte anzuschrauben. Dann habe ich ein Sortiment an Quetschkabelschuhen für die passenden Leitungsdurchmesser. Ich habe hier mein Gerät, um die Quetschkabelschuhe krimpen zu können. Dann habe ich eine Auswahl an Kabeln da und als Unterlage habe ich in diesem Fall jetzt eine Siebdruckplatte genommen. Wenn ihr denkt, das Gerät hat Probleme mit Abwärme, dann sei gesagt, das sieht man auf dem Bild hier relativ schlecht, das ist komplett hinterlüftet, das heißt, es kann
auch Luft umströmen und das Gerät ist dafür ausgelegt, dass es auch liegend montiert werden kann. Aber denkt daran, das ganze System produziert Abwärme, gerade auch der Ladewandler wird warm, sorgt also dafür, dass aus dem Kasten auch die Luft raustransportiert werden kann. Eine kleine Anmerkung noch, ich produziere das Video an einem Sonntag und mir sind meine Schrumpfschläuche ausgegangen. Deshalb werde ich die Verbindung hier in diesem Fall ausnahmsweise mal mit Isolierband abdecken. Aber wer Schrumpfschlauch dabei hat, der nimmt natürlich den. So, dann starten wir mal die Uhrzeit. Auf geht's, Uhr läuft und ich lege einfach mal los und ihr schaut mir dabei über die Schulter. Wie starte ich in diese ganze Geschichte? In diesem Fall ist es ja quasi eine externe Montage. Das heißt, ich werde mir erstmal die Plätze hier festlegen, wo die Komponenten sind. Ich muss immer daran denken, dass ich genug Platz habe, um Kabelwege auch zu legen. Das braucht immer mehr Platz, als ihr denkt. Und dann schraube ich diese Bereiche schon mal fest. Dann habe ich nämlich die fixen Kabellängen. Und ganz grob sieht der Plan so aus. Ich habe hier meinen Zugang von der Starterbatterie, geht 24 Volt in diesem Fall auf den Hauptschalter. Dann gehe ich an den B2B-Lader, der also hier in diesem Fall aus 24 Volt 12 Volt macht für die Aufbauverteilung. Das geht dann an die Aufbaubatterie, die hat einen eigenen Hauptschalter. Von der Aufbaubatterie habe ich hier eine Hauptsicherung, die das ganze System absichert. Dahinter ist der Messschand, der im Prinzip eben all diese Verbräuche hier misst, die stattfinden. Hierhinter habe ich dann eine Plusverteilung für die großen Verbraucher. Von den Verbrauchern zum Beispiel in diesem Fall ist hier eine weitere Sicherung. Die deckt mir den großen Inverter hier ab. Dann gehe ich einmal von der Verteilung auch auf den 12-Volt-Verteiler, auf dieses Caravan-Control. Und dann habe ich hier auf dieser Seite meinen Massesammler für die großen Verbraucher. Die ganzen Kleinverbraucher, die stecken alle hier drauf. Das ist relativ simpel und dementsprechend auch gut sortiert. Und ich würde sagen, jetzt geht's einfach mal los. Was wichtig ist, achtet immer darauf, es gibt unterschiedliche Durchmesser hier von den Bolzen, M8 und M10. In diesem Fall ist M10, da ist M8. Also wenn ihr die Kabelschuhe bestellt und die Komponenten zusammenstellt, dann achtet darauf, dass ihr auch da die richtigen kauft. Was ist das jetzt für eine Komponente? Das ist im Prinzip ein Kabel. Normalerweise würde das dann so aussehen. Das ist natürlich deutlich kompakter und schneller zu installieren. Und genau das mache ich hier. Diese festen Leitungen sind aber empfindlich, was Höhenunterschiede angeht. Das hier ist etwas höher als da. Und damit der wirklich voll anliegt, müssen wir das mal ein bisschen anpassen. So, nun sitzt er. An dieser Stelle wird später die Sicherung eingesetzt, deshalb lasse ich das noch lose. Erster Bauabschnitt ist fertig, Hauptsicherung, dann ist hier der Messschand und hier ist die Plusverteilung. Geht direkt weiter für die Hauptsicherung für den großen Inverter. Hier sieht man das, hier haben wir jetzt eine einheitliche Höhe, da kann ich die Platte also direkt so verwenden. Beim Verschrauben immer darauf achten,
dass das entweder selbstsichernde Mutter sind oder dass zumindest ein Sprengring dran ist. Denn mit den dauerhaften Erschütterungen kann sich sowas lösen. Und wenn sich so eine von den Verbindungen löst, dann ist der Übergangswiderstand irgendwann sehr hoch. Und dann geht entweder die Elektrik gar nicht mehr oder es fängt an zu brennen. Auch hier kommt später noch eine Sicherung rein, die lasse ich aber auch erst raus, erst als installieren und dann Stück für Stück die Sicherung einsetzen. Das war also der erste Schritt. Ich habe mir jetzt meine große Plusverteilung aufgebaut, Hauptsicherung und Sicherung für den großen Inverter. Das läuft extra. Jetzt komme ich zu diesem kleinen Gerät. Das ist unsere Gleichstromverteilung für die Kleinverbraucher. Da muss ich jetzt hier eine Leitung auf dieser Seite anschließen. Das ist deutlich kleiner und da lege ich mir also jetzt hier von der Plusverteilung eine Leitung rüber. Ich versuche immer bei solchen Installationen die Kabelwege so kurz wie möglich zu halten und so übersichtlich wie möglich. Dann sehe ich sofort, wenn irgendwo mal ein Defekt sein sollte, ist vielleicht doch was gelöst oder hat sich was aufgescheuert. Viele verlegen die Leitung verdeckt, dann sieht es auf den ersten Blick von vorne aufgeräumt aus. Aber ich sehe nicht, was dahinter passiert und muss erst anfangen auszubauen. Deshalb lieber mehr Platz in der Fläche und direkte Kabelwege, die ich auch nachvollziehen kann. Ein Wort zu diesem Caravan-Control. Der arbeitet mit Schmelzsicherung. Das finde ich nicht ganz optimal. Aber es ist eben auch ein preiswertes Produkt für das, was es alles bietet. Deshalb muss ich hier sehr gut rankommen können. Also verbaut das Gerät so, dass ihr möglichst schnell rankommt, wenn mal eine Sicherung getauscht werden muss. Von hier nach da gehe ich jetzt mit einer 16 Quadratmillimeter Leitung. Hier ist eine 6 mm Schraube, hier ist eine 8 mm Schraube. Und ich versuche auch hier wieder den Leitungsweg kurz zu halten, aber sauber. Wird hier rausgehen. Und hier dran. So, dann kommen hier die passenden Aufsätze rein. An dieser Stelle empfehle ich eigentlich Schrumpfschlauch, aber wie gesagt, es ist Wochenende. Dann raus, wieder darauf achten, Sprengring oben drüber. So, auch den hätten wir verarztet. Jetzt müssen wir den Inverter hier drauf aufschalten. Da muss ich hier ein bisschen schummeln, um hier durchzukommen. Oder ich ziehe das einfach noch ein kleines Stück darüber. Dieser Ladewandler hier hat an dieser Stelle sogenannte Fahrstuhlklemmen. Da brauche ich also keinen Kabelschuh für. Da brauche ich noch nicht mal eine Ader-Endhülse für. Kann ich also direkt mit der Leitung rangehen. Hier passt jetzt eine 16 Quadrat Leitung rein. Auch die lege ich dann hier auf. Stichwort Kabelfarbe. Seid da nicht wahllos. Nehmt nicht irgendwas, was da ist. Denkt immer daran, eines Tages könntet ihr vielleicht das Auto auch mal verkaufen. Und der das Auto dann kauft, der verliert völlig den Überblick. Also eine Farbe für Minus und eine bzw. zwei Farben. In diesem Fall habe ich zum Beispiel Rot und Blau für Plus. Aber es muss klar zugeordnet sein. Wechselt nicht noch mit Braun und Grün und was euch gerade noch so in die Finger kommt. In diesem Fall Blau und Rot für Plus, Schwarz für Minus. Ich werde die Leitung später noch ein bisschen besser befestigen, damit das alles sorgfältig liegt. Aber im Groben war das jetzt schon mit der Plusverteilung. Wie gesagt,
Einkommen, Schand, Verteilung an die Kleinverbraucher. Hier geht es ran an den Ladebooster, der seinen Strom von der Seite bekommt. Und hier ist die große Sicherung für die dicke Leitung, die ich jetzt anschließen werde. Der EasySolar kommt schon fertig verkabelt und die Leitung kann ich auch gut nutzen. Allerdings kürze ich sie ein. Man kann sie natürlich auch einfach irgendwo beiseite legen. So schlimm ist es jetzt nicht mit den Kabellängen. Aber wenn ich es ordentlich haben kann, dann investiere ich lieber einen neuen Kabelschuh. Das ist die Minusleitung und der Temperaturfühler für die Aufbaubatterie. Und das ist die Plusleitung. Die kommt jetzt also bis hierhin. Denken wir mal einen sauberen Radius. Aber dann können wir das hier abschneiden. Bevor ich jetzt die Kabel da langlege, mache ich mir schon mal ein, zwei Kabelsammler fest. Vertraut übrigens nicht auf die Klebepads, die halten meistens nur von 12 bis Mittag. Dementsprechend setze ich mir da noch eine Schraube rein. Man kann natürlich auch einen Kabelkanal legen, kommt hier auf selber raus. Das steht jetzt soweit, dann mache ich mal hier auf der Seite weiter mit der Leitung zur Batterie. An diesem Hauptschalter kann ich hier an verschiedenen Seiten die Kappen abnehmen. So ist er sauber und verschlossen. Da kann ich für diese Seite natürlich direkt das Stück nehmen, was ich gerade abgeschnitten habe. Das muss schon sehr kurz laufen. Praktisch, wenn man noch was übrig hat. Katsching und fertig ist das Anschlussstück. Da können wir den jetzt auch ansetzen. Für die Anschlussleitung an die Batterien bin ich persönlich Fan von sogenannten Schweißkabeln, hier in 50 Quadratmillimeter. Das hier ist eins, das nennt sich Duflex. Mit Duflex haben wir es irgendwie. Der Vorteil ist, es ist sehr flexibel und damit kann ich es relativ gut im Fahrzeug verlegen. Auch hier wieder passenden Kabelschuh raussuchen. Bei der Zuleitung würde auch ich immer darauf achten, dass die möglichst kurz ist. Also lieber den Abstand zwischen Starterbatterie und Booster kurz halten und Booster zur Aufbaubatterie bzw. den ganzen Rest kurz halten, als die Starter- und Aufbaubatterien irgendwie zusammenzupacken und dafür den Weg zur Verteilung lang zu machen. In diesem Fall ist es natürlich optimal. Die Batterie steht direkt hier drunter. Im Iveco haben wir 1,5 Meter Abstand dazwischen. Das ist jetzt also der Hauptschalter mit der Plusleitung und jetzt mache ich hier auf die Seite auch schon mal den passenden Anschluss drauf. Wenn ihr eine Batterie kauft, dann achtet direkt darauf, dass ihr eine wählt mit Bolzen an den Polklemmen. Das ist auf jeden Fall die beste Fixierung. Immer gut darauf achten, dass die Leitungen nirgendwo wirklich scheuern können. Das finde ich immer auch sehr wichtig und nicht zu scharf abknicken. Deswegen habe ich den Schalter hier noch nicht ganz fixiert, damit man das immer noch so ein bisschen anpassen kann.
So, hier kommt die Sicherung rein, hier kommt eine Sicherung rein, hier kommen überall noch Deckel drüber. Die müssen wir nur ein bisschen anpassen. So. Deckel drauf. Hier kann ich die Sicherung schon mal einsetzen. Dieses System hier hat ausschließlich Schmelzsicherung. Darüber kann man geteilter Meinung sein. Ich bin eigentlich auch Fan von Sicherungsautomaten. Bei Kleinverbrauchern funktionieren Sicherungsautomaten auch zuverlässig und gut. Bei größeren Verbrauchern ist tatsächlich so, dass Sicherungsautomaten nicht ganz so zuverlässig sind und gerne mal deutlich früher auslösen als unter der Nennlast. Deswegen an dieser Stelle auch normale Schmelzsicherung. Und dann ist die auch vor Zugriff geschützt. Dasselbe kommt natürlich hier auch noch hin, aber da müssen wir später noch ran. Dann machen wir jetzt mal weiter auf der Minusseite. Auf der Minusseite habe ich auch noch mal einen Verteiler, den setze ich hier drüben hin und von dieser Seite kommt ja die 24 Volt Leitung rein. Auch hier ist die Leitung wieder sehr lang, die kann ich also gut einkürzen. Und von hier geht es dann natürlich auch nochmal als Minusleitung an die Aufbaubatterie. Was muss alles auf den Massesammler? Einmal natürlich die Masse von unserem Easy Solar mit Inverter, Ladegerät, Solarladeregler. Wir brauchen einen Zugang für unsere Kleinverbraucherverteilung und wir brauchen natürlich Masse für den Ladewandler. Minusausgang für die Kleinverbraucher ist hier auf dieser Seite. Kann ich also auch wieder hier entlang gehen. Der Temperaturfühler, der hier mit angebracht ist, der kommt an die Minusleitung der Starterbatterie. Entschuldigung, an die Minusleitung der Aufbaubatterie natürlich. Und auch diese Leitung kann ich hier sehr kurz abschneiden. Auch hier wieder ein bisschen Kabelweg zugeben. Dann brauchen wir noch Minus Starterbatterie. Als nächstes müssen wir jetzt noch Minus hier von dem Ladewandler auflegen und dann die Minusleitung zur Aufbaubatterie. Und dann sind auch hier die Großverbraucher verkabelt. Schauen wir mal zwischendurch auf die Zeit. 1 Stunde 19 Minuten inklusive Grübelpausen. Insofern ganz gut. Der Großteil steht jetzt schon. Ich schließe jetzt noch den Inverter zu Ende an und dann muss ich euch eigentlich nur noch zeigen, was dann im Auto angesteckt wird. Ein Wort mal zur Mehrfachbelegung von solchen Verteilern. Es ist nicht zwangsläufig notwendig, dass ihr für jeden Verbraucher einen Anschluss habt. Das ist natürlich sehr übersichtlich. Es ist aber auch nicht schlimm, da mal einen zweiten aufzulegen. Wichtig ist einfach nur, dass es alles sitzt,
vermeidet es hingegen, so ein Sammelsurium auf einen Batteriepull zu klemmen, also da so 4, 5 übereinander zu stapeln. Das ist nicht empfehlenswert, aber hier mal einen zweiten dazu zu legen, muss ich hier in diesem Fall übrigens auch machen. Das ist überhaupt nicht dramatisch. Jetzt kommt die Plusleitung von der Starterbatterie hier ran. Dann nehmen wir doch einfach mal hier den Onkel. Nummer 1. Und dann brauchen wir eine dünne Leitung hierauf und die dicke Leitung, die wieder runter geht. So sieht das im Prinzip aus. Warum ist hier übrigens der zweite Hauptschalter, mögt ihr euch fragen. Hier kommt von der Starterbatterie bzw. von der Lichtmaschine die Leitung hoch und geht wieder runter, einfach nur, damit man hier drunter die Batterie totschalten kann. Und sobald hier der eingeschaltet ist, greift der sich eben den Strom von der Starterbatterie ab, um dann, wenn die Spannung da ansteigt, den Rest zu laden. Dementsprechend schraube ich das hier auch noch nicht endgültig fest, denn da muss ja noch die zweite Leitung angeklemmt werden. So, was fehlt noch in diesem Reigen? Natürlich die Minusleitung zur Starterbatterie und dann noch ein paar Datenleitungen. Jetzt ist soweit, einmal Minusleitung für die Starterbatterie, einmal Minusleitung für den Aufbau. Dann kann da auch die Kappe oben drüber. So, es ist vollbracht, die Hauptinstallation ist fertig. Ich schaue mal auf die Uhr. Wir haben jetzt 1 Stunde und 35 Minuten gebraucht. Was kommt jetzt noch dazu? Im Fahrzeug müssen die kleinen Verbraucher aufgeschaltet werden. Dafür gibt es hier diese passenden Stecker. Die setze ich schon mal entsprechend ein. Da müssen einfach nur Plus- und Minusleitungen hier angesteckt werden an die passenden Stellen. Und dann ist das auch erledigt. Und es braucht noch eine Verbindung. Einmal hier zu dem Shunt und einmal zum Display an sich. Dafür sind hier Datenleitungen beigelegt. Die sind sehr lang und die kann man eben auch nicht mal eben einkürzen. Das heißt, die werden immer ein bisschen nervig hier rumliegen. Was haben wir? Und das ist die zweite Leitung. Die stecke ich schon mal an. Geht zum Panel. Und das Panel, das sieht so aus. Das könnt ihr tatsächlich überall im Fahrzeug verbauen. Es braucht jetzt keine konkrete weitere Leitung mehr. Also wenn ihr es im Fahrerhaus haben wollt, ins Fahrerhaus oder oben im Bett. Es braucht einfach nur diesen Einbauslot. Und das war's. Was muss noch passieren im Fahrzeug? Es müssen die Solarmodule angesteckt werden. Das sind genormte Stecker. Und hier drunter sind nochmal Stecker. Ich ziehe mal einen ab. Hier müssen jetzt nur noch die 230 Volt Leitungen angeschlossen werden, die schon im Fahrzeug sind in diesem Fall, beziehungsweise die man verlegen will. Und wenn das passiert ist, dann kann ich diesen Stecker hier auch einfach wieder einstecken. Dasselbe gilt für den Landstromanschluss von der Steckdose, die dann hierher geht, dass ich also auch das als Ladegerät verwenden kann. Auch das passiert im Fahrzeug. Den Sensor für die Temperatur anschließen und das war's dann im Prinzip. Und ich bin gespannt. Jetzt machen wir einmal einen Probelauf, ob hier wenigstens schon mal alles startet und dann kann es abgehen ins Fahrzeug.
Ich habe jetzt mal die Batterie angeklemmt und die Hauptsicherung reingemacht und würde mal sagen, wir gucken mal, was passiert. Hauptschalter ein. Es explodiert schon mal nichts. Wollen wir mal gucken. Hauptschalter hier kann ich einschalten. Und dann wollen wir mal schauen. Es ist 11.36 Uhr, das stimmt nicht ganz. Und jetzt muss ich noch ein bisschen programmieren, denn ich muss den Shunt erst einmal anlernen hier an das System. Dann weiß es auch, dass er da ist. Ansonsten kennt er erstmal nur die Funktionen, die hier drin sind. Und noch ein bisschen mehr muss ich konfigurieren. Der Orion hier, der muss mit einer Bluetooth-App konfiguriert werden. Und hier drin der Solarladeregler hat auch noch eine Bluetooth-App. Die finde ich tatsächlich aber ganz praktisch, weil ihr sehen könnt, wie viel Solarstrom reinkommt. Die nutze ich tatsächlich sehr gerne, während man die für den Orion eigentlich nur braucht, um ihn einmal zu konfigurieren, wie er starten soll. Aber das machen wir alles im Fahrzeug. Hier jedenfalls scheint alles zu funktionieren. Insofern, Thomas, jetzt bist du dran. Halt, bevor Thomas loslegt, einen Tipp habe ich noch, nämlich, wie kann ich dieses Gerät fernsteuern? Victron verkauft einem gerne dafür extra noch einen Batteriemonitor, um das Gerät ferngesteuert zu starten. Alternativ muss ich immer Stauraum aufmachen und hier Inverter einschalten oder Ladegerät einschalten. Finde ich nicht so umwerfend. Es gibt aber einen Trick und dazu müssen wir das Gehäuse einmal aufmachen. Das sind 6 Schrauben. So, Deckel auf. Da kann man auch ganz gut erkennen, dass hier drin tatsächlich einfach nur Standardkomponenten schon vorverkabelt drin sind. Also diese klassische Frage, ja, ich kaufe ein Gerät, wo alles drin ist und es geht was kaputt, was mache ich denn dann? Hier ist der Solarregler drin, da ist der Multiplus oben drüber. Das heißt, die Geräte kann ich auch einzeln reparieren. Hier ist auch nochmal eine Sicherung drin. So, und worum es geht? Hier an dieser Stelle gibt es die Möglichkeit, eine Fernsteuerung über einen Schalter einzuklemmen. Da muss ich einfach nur eine Leitung durchschleifen. Die hat keinen Strom, also kann auch ein ganz einfacher Klingeldraht sein an den Schalter. Und fertig ist die Laube. Und den schließe ich jetzt noch an. Und dann kann ich das Gerät auch aus größerer Entfernung einschalten. Zusätzlich muss hier noch einmal ein Dip-Schalter umgelegt werden. Da findet sich die Konfiguration ja auch in der Bedienungsanleitung. So, mit dem On-Off-Charger, Fernbedienung Multicontrol, Fernbedienung mein dreiwege Schalter, DS1 off und DS2 off. So, Deckel wieder zu. Und jetzt, Thomas, kannst du loslegen. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum es technisch in vielen Reisemobilen so chaotisch aussieht, ist meiner Meinung nach schlicht und einfach damit zu begründen. Zu Hause kann man alles sehr vernünftig machen. Unterwegs muss man das nehmen, was eben gerade da ist. Und wenn man sich dann, ja wie hier, mal in Sambia mal die Solarzelle vom Dach runtergefahren hat und die Kabel neu legen muss, dann muss man einfach auch das nehmen, was eben da ist, oder mal ein paar neue Lampen anklemmen. Da liegt schon auch mal ein Lautsprecherkabel drin. Theoretisch natürlich nicht das Richtige, in der Praxis, ja, sieht's halt so aus. Aber da soll jetzt ja mit dem neuen Modul Abhilfe geschaffen werden, zumindest was das unübersichtliche Chaos angeht. Das wird bei Thomas momentan allerdings nur noch größer. So, mittlerweile ist das Chaos schon ausgebrochen. Bevor ich die 12-Volt-Technik im Obergeschoss installieren kann, muss ich erstmal die 24-Volt-Technik im Untergeschoss sortieren. Da gibt es noch ein bisschen Ladetechnik, die bleibt drin. Die muss auch drin bleiben. Und das wird noch ein bisschen dauern. Wer hätte es gedacht, ist alles doch mal wieder ein bisschen aufwendiger als befürchtet. Mittlerweile der dritte Tag am Elektroumbau. Zumindest mal die Idee dieser Klappe ist fertig für das Obergeschoss mit 12 Volt. Aktuell gibt es noch einiges zu tun hier unten bei den 24 Volt.
die ganzen alten Kabel sortieren und vor allem mal die Kabel beschriften, dass man im Nachhinein auch weiß, was zusammengehört. Das wäre der Idealfall. Über den freut man sich spätestens, wenn man auf Pannenforschung geht. Im Allgäu wird es derweil Nacht und ein neuer Tag bricht an. So, mittlerweile ist Tag 4 der Elektroneuinstallation. Es ist ein ziemliches Chaos ausgebrochen hier im Auto. Laborbedingungen wie bei Martin in Lübeck herrschen hier jetzt nicht mehr. Ich versuche die Batterien reinzustellen, schaue, ob alles passt. Ansonsten ist alles soweit verkabelt, bis auf die 230 Volt. Das ist Sache von einem Fachmann, da bitte jemand ranlassen, der sich damit auskennt. Das ist auf alle Fälle ein sinnvoller Tipp. Bei Thomas scheint es währenddessen ein bisschen zu haken. Ja, wenn es jetzt noch passen würde, dann wäre es großartig. Nur jetzt stell dich nicht so an, da geht doch. Komm jetzt. Ach Gott im Himmel. Na, ob der da helfen kann? Wenn ich jetzt nur wüsste, wo diese Schraube herkommt. Wer braucht noch Schrauben, wo es doch Apps gibt? Ja, auch so ein Elektrokasten wird heute übers Handy gesteuert. Ladegerät aktiviert. 26,7 verzögerte Startspannung. What? Abschaltspannung. Motorabschaltungserkennung aktiviert. Sperrung der Eingangsspannung, was soll das? Ladegerät wird jetzt aktiviert. Für den Solarladeregler gilt auch nochmal das Gleiche. Finden, verbinden, updaten und dann einrichten. Smart Solar wird hier gefunden. Wieder der Standard-PIN-Code, den man dann ändern sollte, sonst, wenn man am Campingplatz steht, kann es mal sein, dass ein der Nachbar mal schnell das Solarladegerät umprogrammiert. Aber irgendwann sind die Systeme dann alle verbunden und laufen. Die neue Elektroinstallation ist größtenteils fertig. Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch. Und ich kann schon mal sagen, weder Martin noch ich hatten recht. Wir haben uns beide getäuscht. Martin hat gesagt, naja, in einem Tag, ja, da ist das alles drin. Ich habe gesagt, ich brauche mindestens 3 Wochen, bis es fertig ist. Naja, ich würde sagen, wir liegen so in der Mitte zwischen den beiden Extremen. Schauen wir mal rein, wie es geworden ist. Wir hatten ja die Herausforderung, dass wir ein Teil auf 24 Volt laufen haben, die Starterbatterien und dann die Bordbatterie auf 12 Volt. Das hier oben ist im Prinzip so, wie es Martin zusammengebaut hatte, mit dem Inverter, mit dem Landstromanschluss, dem Ladegerät, das von der Lichtmaschine kommt, der zentralen Stromverteilung und den Hauptsicherungen. Es gibt 2 Hauptschalter hier vorne für die 12 Volt Anlage, hier hinten für die 24 Volt Anlage. Ein paar Beschriftungen wären noch schön, das werde ich noch machen. Unten drunter liegt die 24 Volt Anlage. Was haben wir hier unten? Die Devise war, erstmal klein anfangen, weil größer werden kann man immer noch. 150 Ampere Lithium. Hier ist Platz für noch eine zweite Batterie. Hier die beiden Starterbatterien. Was fehlt noch? Batteriepullabdeckungen und einige Beschriftungen. Naja, also perfekt ist es ganz sicher nicht, aber ein bisschen besser als vorher wahrscheinlich schon. Am Ende noch etwas Sicherungslack drauf. Dann ist die Installation aber wirklich fertig. Jetzt haben wir ja wirklich lange hier rumgebaut, aber die eigentliche Frage, die steht ja noch aus. Ist das, was jetzt hier drin ist, mit App- und Mikrochip-Steuerung, wirklich besser als die alte Technik, die vorher drin war, die auch funktioniert hat? Ihr werdet es erfahren, wir machen nämlich die Probe aufs Exempel. In ein paar Wochen geht es damit los, quer durch Afrika. Seid gespannt. Mittlerweile sind Sabine und Thomas schon in Afrika angekommen. Auf abseitsreisen.de erfahrt ihr mehr darüber, wie es läuft. Und beim Explorer bekommt ihr neben Technik und Test auch Reisegeschichten. Also gleich abonnieren.